So, hallo liebe YouTube-Freunde, Fans und Follower, ich bin's, Mr. M für euch. Ich wollte mal mal ein Update machen und mal euch mitteilen, wie es jetzt Ganze so jetzt weitergehen wird und wie jetzt nochmal das Toronto kleines Resümee nochmal so ziehen, dass ich, wie gesagt, dass ich in Toronto eigentlich in dem Sinne mit meinem fünften Platz ja noch ist mir erst dann später bewusst geworden, dass ich ja sogar damit noch 5 Punkte eingesammelt habe und somit jetzt auf dem Punktekonto 10 Punkte habe und auf Platz 3 im Moment stehe. Ist mir dann erst später, ein paar Tage später bewusst geworden. Am Anfang war ich erst ein bisschen enttäuscht natürlich. Hätte ich mir 1, 2 Plätze weiter nach vorne gewünscht. Aber so ist es halt. Und ja, wie gesagt, trotzdem war das eine geile Sache. Der Toronto-Wettkampf hat Spaß gemacht, eine geile Stadt gesehen. Geilen Wettkampf gehabt und war alles hochprofessionell und hat Spaß gemacht und habe mich gut verkauft, denke ich, und habe gut abgeliefert. Und ja, jetzt muss man weiter nach vorne gucken. Wie gesagt, im Moment bin ich halt qualifiziert für den Mr. Olympia. Im Moment, heute am Tage, am 8. Juni haben wir heute. Heute ist Samstag. Heute findet in Dallas, Texas nochmal eine andere Meisterschaft statt. Da sind meine engsten Verfolger, die auf Platz 4, 5 bei den Punktesammlern stehen. Werden dort teilnehmen und da werde ich dann hoffen, dass der eine, wahrscheinlich wäre es gut, wenn der eine gewinnt, weil er dann sozusagen aus den Punktesammlern herausfliegt und einfach sofort qualifiziert ist. Und der andere wäre schön, wenn er natürlich nicht in die Top 5 kommt und da keinen Punkt sammeln kann. So, aber was ich beides schwer befürchten würde, also ich glaube mal schon, was wahrscheinlich was sein könnte, der eine kann gewinnen und der eine oder andere dann von den beiden wird dann wahrscheinlich Platz 2, 3, 4, 5 in dem Sinne wahrscheinlich machen. Also heißt es für mich auf jeden Fall, oder werde ich dann wahrscheinlich verdrängt werden nach diesen Tagen. Gehe ich stark von aus. Erstmal und heißt es für mich, dann sich nochmal auf die Jagd machen und nochmal ein paar Punkte sammeln. Da haben wir jetzt mehrere Meisterschaften nochmal in Aussicht. Das wäre dann die Chicago Pro. Die ist am 5., 6. oder 7. Juli, glaube ich. Juli. Das heißt, in gute 4 Wochen jetzt, 4-5 Wochen müsste das sein. Und dann ist noch dann was auch noch eine gute Sache wäre, die Tampa Pro, die ist im August. Das wären gute 8 Wochen. So Anfang August ist die, 8-9 Wochen wären das jetzt Zeit, glaube ich, oder 8 Wochen von heute. Und das wäre von der Vorbereitungszeit eigentlich am besten, sag ich mal so. Das Ding ist, dass auf der Tampa Pro die Punkte ein bisschen besser verteilt werden. Das heißt, für einen 5. Platz auf der Tampa Pro bekommt man noch 5 Punkte. Auf der Chicago Pro bekomme ich für einen 5. Platz, glaube ich, nur 3 Punkte. So. Aber es ist immer gut, wenn man natürlich das Ding schon im Petto hat, ein bisschen. Weil die Chicago Pro ist ja ein bisschen früher. Und die Tampa Pro ist der letzte Wettkampf vor dem Mr. Olympia. Da werden dann alle hinfahren, die das Ding nochmal versuchen umzureißen und sich natürlich für den Olympia qualifizieren wollen. Also ist das die letzte Chance. Und ich bin immer lieber so ein Typ, so der schon alles dann im Sack hat vorher, als die letzte Chance zu nutzen zu wollen. Ne? Von der Sache bin ich jetzt am hin und her noch überlegen, was man da am besten macht. Man muss eben auch sehen, dass man jetzt wieder die Form auch wieder hinbekommt. Ich habe jetzt natürlich wieder nach Toronto ein bisschen was gegessen, schön mir gut gehen lassen, auch mal ein bisschen wieder die Seele baumeln lassen, was ich immer so ein bisschen brauche danach unbedingt. Und jetzt muss man eben sehen, ob 4 Wochen Zeitraum für eine Chicago Pro, eine gute Meisterschaft da, genügend ist. So. Wie gesagt, der Körper braucht mal zwischendurch auch mal wieder ein bisschen Erholung. Das ist eben auch noch das Ding. Und ja, da würde ich jetzt, vielleicht kann man das nochmal machen, dass man eine Woche nochmal ein bisschen ruhig trainiert und so und dann richtig, richtig wieder reingeht und die letzten 3 Wochen nochmal richtig pusht und dann vielleicht doch nochmal da einen Start macht. So. Aber das ist alles, wie gesagt, werde ich mich die nächsten Tage noch entscheiden für. Heute gucke ich mir erstmal dieses Ergebnis an von der Dallas Pro und dann werden wir uns weiterhin da so Gedanken machen. Ich bin auch wieder im Gespräch mit Team Andro, dass die dann als Partner dann sich dann mit einreihen möchten, neben meinem Sponsor GN natürlich. Und möchte auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank sagen für die Unterstützung, für die Bereitstellung des Hotels und des Fluges an GN und Team Andro dafür. Ohne das, wie gesagt, wäre das alles nicht machbar. Und ja, wie gesagt, ansonsten könnt ihr mich auch unterstützen. Wäre auch mal schön, ist auch mal gut für meinen Sponsor, wenn ihr mich dann unterstützen wollt, in dem Sinne, indem ihr das tut mit meinem Code MASSEHOCH10 auf der Internetseite von Gigas Nutrition. Bestellt dort eure Produkte, was ihr so gerne so für eure Bodybuilding-Lifestyle braucht.
und bekommt dann nochmal 10% Rabatt und tut mir da, wie gesagt, auch was Gutes für und fördert dann solche Projekte, dass man wieder nach Amerika fliegen kann und dort, wie gesagt, Flüge, Hotel, Auto, Unterkunft, alles sowas bezahlen kann. Und ja, so sieht's aus. Das wollte ich euch mal auf dem Laufenden halten. Ansonsten, wie gesagt, fühle ich mich gut. Ich bin jetzt wieder gut prall ein bisschen. Hab bisschen, wieder, natürlich wieder ein bisschen zugenommen, so gute 105 Kilo jetzt wieder. Aber das ist, wie gesagt, auch alles Wasser, was ich schnell wieder rausbekomme. Und ich bin guter Dinge, ich fühle mich gut, ich bin motiviert auch wieder. Und ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, noch den einen Wettkampf mindestens machen, wenn es nicht vielleicht sogar zwei werden, mal gucken. Aber wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden hier auf meinem Kanal. Wenn ihr was sehen wollt, dann immer hier raufschalten und ansonsten bei Instagram seid ihr auch immer auf dem aktuellen Stand. So, dann möchte ich mich nochmal an dieser Stelle ganz herzlich an meine ganzen Fans bedanken, meine Fans, Follower, Supporter sozusagen, die mir jetzt vor dem Wettkampf in Toronto auch mal viel Erfolg gewünscht haben und danach eben auch so reichlich Zuschriften kamen per Instagram jetzt mit herzlichen Glückwunsch und jetzt auch bei meinem Post so extrem viel kommentiert worden ist. Dafür vielen Dank nochmal an alle, die jetzt dort da fleißig waren und mich, wie gesagt, das pusht mich und motiviert mich auf jeden Fall und da freue ich mich halt sehr, sehr drüber und ja, wie gesagt, möchte mich da ganz herzlich bedanken bei euch allen. Ich möchte auch sagen, dass ich nicht jedem da gerecht werden kann, also ich kann nicht jedem antworten oder so. Manchmal komme ich dazu, dann antwortet man auch mal wieder und dann geht das wieder runter, die nächste Nachricht und das, wie gesagt, verläuft sich halt manchmal der einen oder anderen. Bei dem einen oder anderen die Nachricht so, also wie gesagt, ich versuche da schon dem einen oder anderen so möglichst wie gut wie möglich die den Leuten zu antworten. Ist aber halt nicht möglich jetzt, gerade auch so unter so einem Instagram-Post, wo dann 700 Kommentare drunter sind, auf jeden Kommentar jetzt einzugehen, ist sehr schwierig für mich. Also an dieser Stelle nochmal dafür Entschuldigung, macht es sehr schwer für mich, aber ich, wie gesagt, weiß das zu schätzen, ich lese das auch alles und ich wollte, wie gesagt, auch jeden Kommentar und so lese ich da und da, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Das hat mich wirklich sehr, sehr motiviert, sehr gefreut, wo ich das gesehen habe, dass da so viel Zuspruch ist, dass da die Leute so abgehen drauf und so Bock drauf haben, dass ich nochmal jetzt ein paar Meisterschaften machen soll und mir unbedingt die Olympia-Quali holen soll. Dass ich mich unbedingt als deutschen Vertreter beim Olympia sehen wollte, das freut mich sehr, sehr, sehr. Und macht mich auch stolz und ja, dafür wie gesagt vielen Dank an meine Fans und Supporter da draußen und liebe Grüße nochmal hier. Also, bis bald.